Was machst du, wenn du keine Milch zu Hause hast, aber Pfannkuchen gerne machen möchtest? Man nehme 100 Gramm Haferflocken, 1 Liter Wasser, vielleicht für die Süße noch ein, zwei Datteln, eine Prise Salz und mixe das Ganze auf Stufe 10. Dann hast du eine wunderbare Hafermilch. Geht auch. Und normalerweise kann man das dann absieben, dass man wirklich nur noch die Milch hat. Aber in dem Falle, wo ich jetzt auch dann direkt Pfannkuchen damit mache, lass es einfach so. Mehl dazu, Eier dazu, zack, Pfannkuchen fertig.